Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man einfach ganz leicht Sachen laminieren kann, wofür ihr kein Laminiergerät braucht. Alles, was ihr dazu benötigt, ist einmal das Objekt, was einmal laminiert werden soll, dann Backpapier, ein Bügeleisen, ein Bügelbrett und natürlich ganz wichtig, sonst klappt das nicht, einmal Laminierfolie. Bevor wir die Teile natürlich und das Bügeleisen packen, müssen wir einmal die Laminierfolie öffnen und unser Bildchen hineintun. So, und dann geht's ans Bügeln. Wir bügeln natürlich nicht ungeschützt, weil sonst letztendlich dieses ganze Plastikteil an unserem guten Bügeleisen dran kleben wird. Deswegen brauchen wir hierzu einmal Backpapier. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr sogar Perlen zum Beispiel für Kinder einmal bügelt, dann nutzt man da eigentlich auch immer Backpapier dafür. Oder wenn ihr zum Beispiel auch diverse Sachen auf Stoffe bügelt, dann könnt ihr Backpapier nehmen oder halt auch ein Geschirrtuch. Wir machen jetzt hier einmal Backpapier und bügeln uns das jetzt einmal. Versucht es hier einfach gleichmäßig hin und her zu bewegen, damit auch nicht zu viele Luftbläschen daran kommen. Wie ihr gesehen habt, müsst ihr nicht unbedingt ein Laminiergerät haben. Es geht ganz einfach auch mit einem Bügeleisen. Das hat letztendlich auch jeder im Haushalt. Denn leider sind wir des Öfteren gezwungen, unsere Blusen auch mal zu bügeln. Ich hoffe, ihr habt jetzt jede Menge Spaß beim Laminieren, ob mit Laminiergerät oder halt wie gesagt auch mit Bügeleisen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin!